Unsere Italien-Tour führt uns weiter nach Rom und nach Florenz. Wir besuchen das Kolosseum. Erstmals sind auch die unterirdischen Gänge für Touristen offen. Das ist erst seit 2020 so. Das Kolosseum in Zahlen. 8 Jahre Bauzeit, 80 nach Christus Eröffnung, 100 Tage lange Eröffnungsfeier, bei der 5000 exotische Tiere getötet wurden. Es hatte bis zu 80.000 Zuschauer an Fassungsvermögen und war 450 Jahre lang in Betrieb. Der ursprüngliche Verwendungszweck war für Gladiatorenkämpfe, Tierkämpfe und Hinrichtungen. Der Zutritt war für römische Bürger kostenlos. Das Kolosseum war ein Propagandainstrument der Kaiser. Danach wurde es als Wohnhaus genutzt und als Steinbruch für andere Bauten Roms vom 6. bis zum 18. Jahrhundert. Seit 1999 ist es ein Monument gegen die Todesstrafe. Immer wenn ein Todesurteil ausgesetzt wird oder ein Staat dieser Welt die Todesstrafe abschafft, wird das Kolosseum 48 Stunden lang in bunten Farben angestrahlt. Gerade erst waren wir in San Marino, nun besuchen wir den nächsten Zwergstaat, den Vatikan. Das ist der kleinste Staat der Welt mit einer Fläche von 0,44 Quadratkilometern. Er hat nur 453 Einwohner und insgesamt 618 Staatsbürger. Die Amtssprache ist Latein. Im Petersdom ist freier Eintritt. Er wurde erbaut von 1506 bis 1626. Und schon sind wir in der letzten Etappe unserer Reise. Florenz ist die Hauptstadt der Toskana und Wiege der Renaissance. Sie ist Heimat
der Dynastie der Medici sowie Wirkungsstätte vieler Künstler und Wissenschaftler. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei und Dante Alighieri. Weil es regnet, nehmen wir euch gleich mal mit in die Uffizien. Wir haben die bedeutendsten Museen der Welt gegoogelt und die Uffizien sind in allen Top 10 Listen vertreten. In diesem Gebäude befindet sich seit ihren Anfängen um 1580 die Kunstsammlung der Familie Medici. Außergewöhnlich ist, dass die Sammlung von Anfang an öffentlich zugänglich war. Wir sehen Kunst aus der Römerzeit bis heute mit Schwerpunkt 15. und 16. Jahrhundert. Die Uffizien sind ein Ort, an dem man aufpassen muss, dass einen die Meisterwerke der Superstars der bildenden Künste nicht erschlagen. Wenn man innerhalb von 30 Minuten vor der 100. Darstellung der Geburt Jesu steht, sehnt man sich nach ein bisschen Kreativität. Und dann sehen wir das hier. Christi Geburt und Jesus liegt am blanken Boden. Keiner kümmert sich um ihn. Kindesvernachlässigung vor 2000 Jahren. Weiter geht's zur nächsten Kuriosität. Hier hängt auch ein unfertiges Bild. Wenn man Leonardo da Vinci heißt, schafft man es auch halbfertig in die Uffizien. Lange suchen muss man hier nach Werken weiblicher Künstlerinnen. Aber es gibt eins, von Artemisia Gentileschi. Ganz schön blutrünstig, wie Judith hier Holofernes killt. Christians Lieblingsbild ist dieses hier. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, Künstler unbekannt. Mein Lieblingsbild zeigt die Begegnung von Maria und Elisabeth. Man muss richtig nah rangehen, bis man erkennen kann, was in den Gesichtern vor sich geht. Der Ponte Vecchio ist dasjenige Motiv, auf das ich mich am meisten gefreut habe, es zu malen. Im strömenden Regen finde ich unter den Arkaden Unterschlupf. Einige Wasserflecken gibt es trotzdem am Bild. Der Ponte Vecchio ist echt Vecchio, also alt. Baubeginn war 1335. Ursprünglich waren auf der Brücke hauptsächlich Schlachter und Gerber ansässig. Die Schlachter warfen ihre stinkenden Abfälle in den Fluss, die Gerber wuschen ihre Stoffe, die zuvor mit Pferdeurin gegerbt wurden. Im 16. Jahrhundert haben die Medici das verboten. Sie haben die Schlachter und Gerber durch Goldschmiede ersetzt. Die produzieren keinen Abfall. Juweliere sind bis heute der häufigste Geschäftszweig in den kleinen Läden auf dem Ponte Vecchio. Wir können froh sein, dass die Brücke noch steht. Beim Rückzug der deutschen Truppen aus Florenz im Zweiten Weltkrieg wurde der Ponte Vecchio als einzige Brücke der Stadt nicht gesprengt. Damit der Arno eine lückenlose natürliche Grenze bildet, hat man die Brücke mit den Überresten der umliegenden zerstörten Gebäude unpassierbar gemacht. Und so blieb er uns erhalten, der Ponte Vecchio. Ich konnte nicht widerstehen und habe ihn auch gleich nochmal gemalt. Auf diesem Bild links seht ihr den Beginn der Brücke. An unserem letzten Tag in Florenz haben wir es nochmal so richtig sonnig. Wir besuchen den Niccolo-Turm, eine Kirche und dann geht's leider auch schon nach Hause. Thank you.
Beim Heimweg über die Alpen kommen wir in den Schnee. Nello freut sich riesig beim Spazierengehen. Solltest du den ersten Teil unserer Italienreise noch nicht gesehen haben, findest du das Video auf unserem Kanal. Im ersten Teil waren wir in Venedig, in San Marino und in Ancona.